Hilfe in der Not. Wenn jemand bewusstlos ist, aber noch atmet, muss er gesund und sicher liegen. Wie Sie Betroffene in die richtige Haltung bringen und was Sie beachten müssen. Wenn jemand bewusstlos ist, so ist die stabile Seitenlage die sicherste Position. Sie sorgt dafür, dass Blut oder Erbrochenes aus dem Mund abfließen können und nicht die Atemwege verstopfen. Wer die Anwendung der stabilen Seitenlage beherrscht, kann im Notfall Leben retten. Bevor Sie diese Maßnahme ergreifen, sollten Sie jedoch die Nummer 112 für den Notruf wählen und den Rettungsdienst alarmieren. Knien Sie als Helfer neben die Person. Als Ausgangslage sollte sie gerade auf dem Rücken liegen, die Beine sind ausgestreckt. Grafische Darstellung der stabilen Seitenlage, 6 Schritte, die Sie beachten sollten. Quelle, t-online.de. Haben Sie alle Schritte der Anleitung befolgt und den Körper in die stabile Seitenlage gebracht, müssen Sie abschließend dafür Sorge tragen, die Atemwege freizuhalten. So verhindern Sie, dass die Person beispielsweise an Erbrochenem ersticken kann. Dazu strecken Sie den Kopf des Betroffenen leicht nach hinten und öffnen vorsichtig dessen Mund. Zudem bringen Sie die Hand, die an der Wange liegt, in eine Position, die eine freie Atmung gewährleistet. Prüfen Sie regelmäßig die Atmung oder den Puls, um gegebenenfalls wiederbelebende Maßnahmen ergreifen zu können. Sollte die Person wieder zu Bewusstsein kommen, versuchen Sie, beruhigend auf sie einzuwirken. Gehen Sie nicht fort, sondern warten Sie, bis der Notarzt eingetroffen ist. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team. E, I, J, R.